Hallo Leute draußen, hier ist der Einsame Wanderer mit Breaking News. Vor 6 Minuten veröffentlicht, was geht hier ab? Deutschland, dramatischer Einsatz in Gummersbach, NRW. Polizei streckt Angreifer mit Schüssen nieder. Was ist denn hier schon wieder passiert? Kann man das Video abspielen? Mal kurz gucken, ob das funktioniert. Liebe Bild-Zeitung, mach was. Achtung, folgende Szenen können verstörend wirken. Ja, schön. Oder auch nicht. Schießerei in Gummersbach. Polizei streckt Angreifer nieder. Kurz nach 12 Uhr kommt es am Dienstag in der Innenstadt von Gummersbach zwischen mehreren Polizeibeamten und einem Mann zu einer Schießerei. Ein Augenzeuge filmt den Vorfall aus einem Imbiss heraus. Zunächst versuchen die Beamten, den Angreifer festzuhalten. Dann sind mehrere Salven an Schüssen zu hören. Der Mann sackt offenbar schwer verletzt zusammen. Die Polizei bestätigt bislang lediglich, dass es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen sei, bei dem zumindest eine Person verletzt worden ist. Die Innenstadt ist im Bereich der Hindenburgstraße derzeit gesperrt. Eine aktuelle Gefahr für Unbeteiligte besteht dem Vernehmen nach nicht mehr. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier im Video sehe ich relativ wenig. Ich blicke wirklich nicht durch. Es geht alles sehr schnell. Man müsste das im Zeitraffer gucken. Kann ich jetzt nicht. Ist sehr diffus. Ich gehe mal in den Text rein. Es war 12.12 Uhr, 12.20 Uhr, als am Dienstag in der Innenstadt von Gummersbach, Oberbergischer Kreis, ein Mann auf der Hindenburgstraße in der Nähe einer Backwerkfiliale auf Polizisten losging und sie angriff. Kurz darauf zog ein Polizist die Dienstwaffe und schoss mehrfach auf den Angreifer. Offenbar schwer verletzt, sagte der Mann zu Boden. Ein Video des eskalierten Einsatzes kursiert derzeit bei Facebook. So, hier haben wir nochmal. Vor den Schüssen rangelte der Mann mit einem Polizisten. Kann man das größer machen? Mal gucken. Ich guck mal kurz. Kleiner Moment. Tja, man sieht da nicht viel. Ich will jetzt nicht spekulieren, sage ich mal. Weiß ich jetzt nicht. Ein Augenzeuge filmt die dramatischen Szenen aus einem Imbiss heraus. Daraufhin ist zu erkennen, wie die Beamten zunächst versuchen, den Mann festzuhalten, wie er sich ihnen dann entreißt und vor den Augen anderer Passanten auf einen Polizisten einschlägt. Polizeisprecher in Gummersbach und in Köln bestätigt inzwischen, dass ein Polizist mit seiner Dienstwaffe geschossen und damit mindestens einen Menschen verletzt hat. Unter den Verletzten sei auch ein Polizist sowie der Verursacher des Geschehens. Jetzt waren es mehrere Polizisten und einer. Ist die Frage, was ist da gelaufen und war es nötig? Kann ich aus dem Stegreif nicht beantworten, weil es mit der Bildfolge doch sehr schwierig zu erkennen ist, meiner Ansicht nach. 7 Patronenhülsen wurden am Einsatzort gefunden, markiert. Heißt das nicht, dass 7-mal geschossen wurde? Das wäre aber hart grob, muss ich sagen, oder? Das wäre eine halbe Hinrichtung, was da gelaufen. Laut Bildinformationen handelt es sich bei dem Schussopfer um einen mutmaßlichen Ladendieb. Demnach hätte ein Mitarbeiter der betroffenen Filiale die Polizei gerufen, woraufhin der Mann wahrscheinlich mit einem Messer auf die Beamten losging. Es sind etwa 7 Schüsse gefallen. Was heißt etwa 7? Wenn es 7 Patronenhülsen sind, sind es wohl 7 gewesen, oder nicht? Patricia P. konnte vom Imbiss aus alles genau beobachten. Patricia P. ist Imbiss-Mitarbeiterin. Aus ihrem Laden wurde das Video gemacht. Sie zu Bild, wir hörten draußen Schreie und sahen, wie Menschen aufgeregt auf der Straße herumliefen. Dann sah ich die Polizei und dann einen Mann mit einem Gegenstand in der Hand, der wie ein Messer aussah. Ich habe eben gedacht, dass er einen Knüppel in der Hand hatte. Die Polizisten versuchten zunächst mit einem Stuhl aus der Bäckerei den Angreifer abzuwehren. Okay, das ist krass. Der Mann stach aber auf einen Polizisten ein, worauf mehrere Schüsse fielen. Okay, das ist natürlich grob. Ich meine, ja, dann musst du dich nicht wundern, mein Freund, wenn du weggeschossen wirst, wenn du auf Leuten rumstichst. Ich meine, ist auch kein netter Zug, ne? Die Innenstadt ist im Bereich der Hindenburgstraße derzeit gesperrt. Die Situation sei stabil. Eine weitere Gefährdung für Unbeteiligte bestehe nicht. Alle Verletzten würden derzeit im Krankenhaus versorgt. Ganz grobes Kino. Jetzt, nachdem wir wissen, was passiert sein soll, gucken wir es uns nochmal ganz kurz an. Und schauen, ob wir etwas mehr sehen können. Aber wenn jemand mit einem Messer auf anderen rumsticht, ja, schießt sich das Polizei, ne? Ich kann das dann nachvollziehen. Schießerei in Gummersbach. Polizei streckt Angreifer nieder. Kurz nach 12 Uhr kommt es am Dienstag in der Innenstadt von Gummersbach zwischen mehreren Polizeibeamten und einem Mann zu einer Schießerei. Ein Augenzeuge filmt den Vorfall aus einem Imbiss heraus. Sehr schwer zu sehen, finde ich, wer da jetzt der Täter ist. Zunächst versuchen die Beamten, den Angreifer festzuhalten. Dann sind mehrere Salven an Schüssen zu hören. Ah, hier, da ist die Stuhlszene.
Irgendeiner läuft mit was in der Hand, aber ich glaube, der Mann sagt offenbar schwer verletzt zusammen. Die Polizei bestätigt bislang lediglich, dass es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gibt. Also man sieht hier nicht viel. Die Frage ist, was war das jetzt? War das ein armer Obdachloser, der geklaut hat da und wo es voll eskaliert sind, weggepumpt haben? Oder war das einer der üblichen Verdächtigen, der dem es völlig egal war und der dann wie üblich mal ein Messer gezogen hat oder was? Ich sehe hier auf dem Video, wenn ich gucke, nur irgendwie den länglichen Gegenstand in der Hand hat. Das scheint aber eher der Polizist mit dem Knüppel zu sein und die laufen an im Rasenpanier und dann fallen schon die Schüsse. Also ich kann in dem Video gar nicht wirklich erkennen, was passiert. Vielleicht seht ihr das anders, habt da besseres Material oder könnt das besser rekonstruieren. Für mich erstmal wieder eine unfassbar krasse Sache, da gehst du einkaufen und dann auf einmal wird einer weggepumpt, ja, weil er mit dem Messer rumläuft wieder. Das ist aus Deutschland geworden und die genauen Hintergründe, ich weiß es nicht, aber wir haben es nur noch am laufenden Band, so eine Entschuldigung, Scheiße hier in Deutschland. Es ist wirklich schwierig, wenn man hier guckt, scheint das hier rechts der Täter zu sein, ja, und naja, man könnte jetzt spekulieren aus einer der üblichen Verdächtigen. Es sieht aus wie ein dunkelhaariger, bärtiger Mann, aber das kann täuschen auf der Bildqualität. Ich kann das nicht richtig erkennen. Will ich mich nicht drauf versteifen, ja? Wird man sehen, was das da war? Ich nehme nicht an, dass es jetzt ein Terrorakt war. Ich glaube, das war eher so eine andere Geschichte. Gut, wisst ihr erstmal Bescheid. Mal gucken, was noch so passiert. Kommentiert bitte, liked bitte, ganz, ganz, ganz wichtig. Bissig und böse bitte gleich in der Textbox abonnieren. Ja? Wir wollen professionalisieren, wir wollen wachsen, wir wollen ein paar Leute erreichen. Das bitte auch bei mir, Wandernder Wolf und vor allen Dingen Einsamer Wanderer. Bitte Daumen da lassen, liken, teilen, 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 teilen bitte. An andere Leute weiterreichen, die das auch mögen können, was ich mache. Ich mache immer eine alternative Meinung und ich hoffe, das gefällt euch. Und bis morgen.